Ha, Lierle, und da ist er mal wieder, ne? Da ist er wieder, jetzt geht das wieder los. Es lässt sich nicht vermeiden. Ubuntu 13.10, Ubuntu 13.10 ist jetzt mal offiziell raus. Uname. Wurde auch mal langsam Zeit, benutze ich schon seit längerem. Jetzt mittlerweile mit Kernel 3.11.0.12, 3.11. Nun, jetzt sagt man Linux for Workgroups oder so ähnlich. Nein, kleiner Späßchen. Ist nur eine Ähnlichkeit zu einer alten Windows-Version. Anderes Kernel haben wir jetzt mittlerweile und andere Beleuchtung habe ich auch. Ne? So ein Späßchen muss sein. So, lsb-reli. Wenn ich das mal schreiben kann, ich schon lange keine Videos gemacht. Lise, minus a, zack. Und jetzt haben wir tatsächlich Saucy Salamander, ne? Ubuntu 13.10. Und was ich hier im Hintergrund habe, habe ich im letzten Video gezeigt. Project M-Pulse Audio Visualization. Das ist eigentlich nur so ein, ja, ein kleines Fensterchen, das über Pulse Audio sich den Ton holt. Jetzt können wir mich aber kennen, könnt ihr mich erkennen. Keiner kann mich mehr erkennen. Keiner kennt mich mehr. So, Cheese, ne? Cheese habe ich jetzt. War übrigens gerade der Effekt. Ich wollte hier mein Video aufnehmen, ne? Wollte ich eigentlich GUVCView nehmen. GUVCView ist so ähnlich, ne? GUVCView. Und hatte ich den komischen Effekt, GUVCView nahm dann plötzlich nicht mehr die Maus, beziehungsweise die Maus, der Mauszeiger verschwand. Das war so ein bisschen, ja, schade, ne? Kann ich halt nichts zeigen. Ja, gut. Zeige ich doch mal was. Gut, das andere läuft im Moment ganz perfekt. Ich hatte heute noch großes Update, ne? Großes Update. Obwohl die offizielle Version jetzt so raus. Ich dachte, ich wäre so mehr oder weniger Rolling-Release-mäßig. Obwohl es ja keins ist. Firefox haben wir Hilfe über Firefox. So, wenn das ein bisschen länger dauert, das kommt durch meine ganzen optischen Späßchen, damit das nicht so langweilig ist. 24er-Version haben wir mittlerweile drin. Firefox. Gut, wo sind wir? Ne? Ubuntu.com, da wollen wir hin. Da gibt es die Version zum Runterladen. Ne? 13.10. Mittlerweile standardmäßig die 64-Bit-Version. Ne? Früher war immer die 32-Bit so Standard. Ne? Und jetzt ist so 64-Bit, ne, macht auch Sinn, ne, weil die meisten PCs eh 64-Bit kompatibel sind. Warum heißt Ubuntu 13.10 13.10? Ne, weil es 2013 ist und 10 ist immer der Monat. Ne. Und alle halbe Jahr erscheint dann neue Ubuntu-Version, wobei die Version 13.10 jetzt wieder so eine Zwischenversion ist. Ne, Zwischenversion. Ne. Ja, gut, die nächste etwas größere Version, Langzeitversion, kommt 2014 im April. Das ist dann Ubuntu 14.04 und bis dahin testet man schon mal wieder ein bisschen was. Mit get Ubuntu 13.10 now, da klicken wir mal drauf. Und da sehen wir Ubuntu Desktop hier alles so auf Englisch, ne, Englisch, ne, Räume. Prima Sache, ne, können wir alle lesen. So, Download, ne, und dann hier, das ist noch Ubuntu 12.04, ne, 2012, April, das ist die Langzeitversion, die nächste Langzeitversion kommt dann halt in April 2014. Wir sind jetzt hier gerade eben frisch raus. Heute haben wir den, ich nenne mal den 17. Oktober 2000. Und 13. Gut. Hier sehen wir 64-Bit-Version. Ne? Mit Steuerungstaste festhalten, Rollrad nach vorne, kann man so ein bisschen zoomen. So, ich hieß, brauchen wir nicht, alles für Käse. So, 64-Bit-Version, Ubuntu 13.10 draufgeklickt. So, wenn ihr das jetzt runterladen wollt, ihr habt jetzt noch kein Ubuntu je gehabt oder wollt Ubuntu ganz komplett drüber installieren oder wie auch immer, dann wäre das der Weg oder in der virtuellen Maschine mal ausprobieren. So, dann kommt was mit PayPal. Braucht aber nicht, ne? Wir nix zahlen. Hier, not now take me to the download. Ne? Not now take me to the download. Das ist ein Link, ne? Sieht man hier unten, das da unten. Ne? Und falls da die falsche Version erscheint, habe ich auch schon mal gezeigt, wie man das ändern kann, ne? Dass man den Download-Link direkt wieder umswitchen kann auf die Version, auf die Latest-Version. Da muss man einfach nur den Download-Link entsprechend anpassen. Ne? Das ist anscheinend so. Konter Bock, ne? Da hatte ich eigentlich gedacht, das hätten wir mal gefixt. Vorhin hat es noch funktioniert. Ne? Können es auch. Gut, warten nur auf Ubuntu.com. Heute ist der 17. Ne? Alle downloaden heute wie verrückt. Ubuntu 13.10 und deshalb kann es ein bisschen zu Wartezeiten kommen. Lasst euch Zeit. Ne? Also falls das hier, also hier unten sieht man 64-Bit-Relays gleich LTS. Thank you for download. Also diesen Download brechen wir mal ab. Ne? Weil dann würde ich mir Ubuntu 12.04.3 Desktop i386 runterladen, das wollen wir gar nicht. Hier oben ändern, ne? Hier oben, hier seht ihr das, da oben Bits gleich 64.
Ändern wir mal wieder um. Oder ihr könnt auch auf Ubuntu Users direkt den Download-Links folgen. Release gleich. Das L lassen wir. Latest. Ne? Release gleich latest. Ne? Dann kann man hier PayPal. Mist umgangen. So. Und dann haben wir hier tatsächlich, hier zeige ich es nochmal, könnt ihr da oben sehen, Ubuntu 13.10 Desktop, AMD 64 ISO. Habt ihr ein Brennprogramm? Ne? Dann mit einem Brennprogramm dann halt, ihr seht an der Dateigröße, wenn ihr es überhaupt erkennen könnt, auf eurem Smartphone, aber was ihr gerade fummelt, 883 MB, also DVD. Ne? Ihr müsst auch eine DVD brennen, auch wenn ich mal CD sage zwischendurch, das wird jetzt eine DVD. Hat man geändert, weil es ja immer größer wird. Ne? Könnte ich jetzt zum Beispiel mit einem Brennprogramm wie K3B brennen oder wenn ihr jetzt Windows habt und wollt umsteigen, dann zum Beispiel mit Nero oder wie sie alle heißen oder auch ein USB-Stick. Ne? Geht ja auch, man kann ja auch von USB booten. ISO-Datei, das Brennprogramm oder der USB-Stick-Creator muss ISO-Dateien können und dann hat man das. Ne? Dann hat man das davon. Ich würde dazu raten, ich würde hier sehr dunkel, ne? Dunkel war es. Der Bildschirmhintergrund schien helle. Ich würde dazu raten, zuerst mal die Version in einer Live-CD auszuprobieren. Also Live-CD heißt, ihr steckt die CD rein, also Rechner aus, ne? Total aus, ne? So dunkel, wie es im Hintergrund ist bei mir. Dann CD rein und wenn euer Rechner nicht von der CD startet, müsst ihr vielleicht noch eine Funktionstaste drücken, zum Beispiel oft F12, ne? F12 oder F2. Ziemlich schnell beim Starten, ne, damit er dann so ein Auswahlmenü kriegt. Starte von der CD und dann nicht installieren, sondern not now, try Ubuntu. Und dann könnt ihr schon mal probieren. Ne. Dann könnt ihr überhaupt mal rumprobieren, wie Ubuntu so ist. Oder auf der Ubuntu Homepage kann man das auch mal simulieren, wie Ubuntu so ist. Dann seht ihr auch vielleicht für die Umsteiger interessant, hat sich überhaupt viel getan. Also viel hat sich jetzt eigentlich nach außen hin nicht getan, nach außen hin nicht, aber unter der Haube tut sich so an nichts. Es geht alles mehr so in Richtung Ubuntu Phone, obwohl das mit dem Ubuntu Phone ja nicht so geklappt hat mit dem Crowdfunding. 12 Millionen haben wir zusammengekriegt, 30 hätten wir gebraucht, 30 Millionen Dollar und wir hätten unser eigenes Ubuntu Phone gehabt, also richtig hardwaremäßig. Im Moment läuft es nur auf Galaxy Nexus oder so ähnlich. Gut, über diesen Rechner geht das jetzt nicht wahrscheinlich, weil ich so viele Spielereien hier am Laufen habe, ne, zu Gange habe. Ne, da. Ach so, nee, vorne hatte ich den vorher auf den Audioanzeige. Dingenskirchen, Ubuntu 13.10. Hier habe ich auf dem PC einen Intel Core 2,5 GHz mal 4. Ich habe hier einen 32-Bit installiert gehabt bei mir, weil ich schon seit einer ziemlich frühen Beta-Version hier drauf bin, auf dem Ubuntu 13.10. Deshalb habe ich da eine 32-Bit gewählt. Ne? Ihr wählt wahrscheinlich die 64-Bit. So, rechtlicher Hinweis im Moment noch auf Englisch. Search Notice. Die Privatsphäreneinstellungen wieder wie gehabt. Umstellen, ne? Sicherheits- und Datenschutz. Damit bei der Suche im sogenannten Dash, ne? Bei der Suche im Dash, das Ding mal aus. Ne? Sonst kommt ja hier so viel Kappes. Ne? Wenn ihr hier was sucht, da kommt so viel Werbezeug, ne? Kommt so viel Werbezeug. Wollte alles nicht, ne? Übrigens hier mit dem kleinen Symbol in der Ecke könnt ihr das umstellen, dass da viel mehr drauf passt. Gut, so viel dazu erstmal. Gut, für wen lohnt sich's überhaupt? Also die Umsteiger, ne, auf der Ubuntu Homepage kann man dann gegebenenfalls oder unter ubuntuusers.de mal lesen, was sich denn überhaupt so getan hat. Umsteiger, Einsteiger, wie man updatet, ne? Gehen wir mal auf ubuntuusers.de, ubuntuusers.de, wo sind wir denn daheim, wo bin ich eigentlich, da bin ich doch, warum bin ich denn da? Ja, mehrere Arbeitsflächen, ne? Wird schon schwierig, ne? Mehrdimensional Multitasking. So, Neuigkeiten, ne? Ubuntu 13.10 Saucy Salamander ist erschienen. Vielen Dank an Ubuntu-Users für diesen kleinen Kurzüberblick, um was sich so geändert hat. Da geht ihr mal drauf, ne? Ubuntu-Users.de. So, was sich alles so verändert hat. Und da gibt's dann auch Links, ne? Release-Schedule, Veröffentlichung freigegeben worden, Release-Notes und so weiter. Und da kann man auch mal gucken, wie könnte ich jetzt zum Beispiel updaten von Ubuntu 13.04, wenn ich schon Ubuntu habe, ne? Die Vorgängerversion, ne? Dann einfach Alt und F2 drücken, Alt und F2 drücken, da kommt da unten ein Befehl ausführen und dann
update-manager. Ja, gegebenenfalls auch mit dahinter minus d für Distro. Ja, gut, da kommt ein Update-Manager und dann kommt dann, ja, es gibt eine neue Version, Ubuntu 13.10, wollte das haben oder nicht. Ne? Und wer überhaupt noch keine Ubuntu hatte, wie gesagt, dann auf CD bzw. DVD. Und mal ausprobieren. Hier sind dann auch bekannte Bugs. Ne? Kleiner Hinweis, also zu nicht so viel erwarten. Ne? Also ist gerade eben erst raus. Das ist ganz normal bei jeder neu erschienenen Version von Ubuntu, ne? Dass erstmal noch reichlich Bugs da sind, obwohl die Beta-Version, die Beta-Phase vorbei ist, weil Ubuntu jetzt auf eine Vielzahl neuer Rechner trifft, ne? Also diese Ubuntu 13.10 Version auf neue Rechner trifft, die es vorher noch nie gesehen hat. Ne? Und diese Bugs, die müssen sich erst einrenken. Also es dauert immer so einen Monat, bis es wirklich mal so richtig stabil läuft. Und außerdem ist die Version 13.10 immer so eine Bastelversion, so eine Zwischenversion jetzt, ne? Bis zur Langzeitversion. Da wird viel rumprobiert und da kommt auch einiges noch so für Ubuntu für Phones. Das baut man da auch schon mit rein. Ne? Das funktioniert aber nur auf Galaxy Nexus und bla bla bla. Jedenfalls ist das so eine Zwischenversion. Und es dauert immer eine Zeit lang, bis diese Versionen mal wirklich stabil laufen. Das ist ganz normal. Also einen Monat warten vielleicht mal, ne? Wer es nicht ganz so eilig hat. Ne? Wer aber vielleicht Probleme hat mit dem Grafikantreiber, ne? Ob ich Probleme habe, werde ich gleich sehen nach der Aufnahme, ob mein Video überhaupt aufgenommen wurde. Spannung, da muss ich alles nochmal erzählen. Das kann also gut sein. Gut, wer also Probleme hat mit euren Grafikantreiber bei der alten Version, ne? Der kann ruhig Ubuntu 13.10 mal probieren, weil wir haben ja das neue Kernel. Ne? Kernel 3.11, ne? Ubuntu für Workgroups, nein. Aber kleiner Scherz am Rande. Gut, also, für wen lohnt sich den Umstieg? Ne? Wer vielleicht Ubuntu hat, hat Probleme zum Beispiel mit Grafik und denkt, vielleicht kann die neue Version aufgrund der neuen Module im Kernel schon mehr als die vorgehende Version, vielleicht ist es da behoben, hat neue Versionen von Firefox und so weiter, der kann das mal testen. Aber es kann auch so sein, dass Programme, die vorher wunderbar liefen, dann nicht mehr so gehen, wie zum Beispiel bei dem GUVC View, den ich so habe, ne? Da war es nicht nur dunkel, da hatte ich gar keinen Mauszeiger mehr. Ist aber vollkommen normal. Ja, vollkommen normal. Gut, ich berichte weiter. Ne? Probiert's mal aus, vielleicht als Live-CD. Das ist noch nicht auf der Festplatte installiert, einfach nur mal testet oder in einer virtuellen Maschine. Und wenn es euch gefällt, also mir gefällt's gut, ich nehme ja gerade mein Video auf, dann behaltet's, kommt weiter auf den Kanal und guckt die Videos, die da noch so kommen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.